Seine Musik für den Anlass deutlich ungeeignet. Stars und Wegbegleiter, sie alle wollen Daddy Cool nochmal die Ehre erweisen. Punk war sehr wichtig für mich. Ich war ein junges Mädel hier in Deutschland und wir haben uns kennengelernt und zusammen haben wir, wie jeder weiß, so einen wunderbaren Erfolg erlebt. Frank war jemand, mit dem ich unglaublich gerne gesprochen habe, dass wir uns über Musik ausgetauscht haben. Wir waren oft zusammen essen, wir haben uns auf Ibiza getroffen, wir haben uns das letzte Mal in Miami getroffen bei meinem Konzert. Und ich bin einfach wahnsinnig gerne mit ihm umgegangen, weil er auch jetzt nicht irgendwie... er war bodenständig. Also man konnte ganz normal mit ihm über alles sprechen. Und das war das Tolle an dem Menschen Frank Farian. Sein Erfolgserkennungssong Daddy Cool darf natürlich auch auf der Trauerfeier nicht fehlen. Danach bewegende Momente bei den Worten seiner Tochter, die ihn kurz vor seinem Tod noch in Miami besucht hat. Als er gegangen ist, war sein Herz voll und seine Träume so groß wie immer. Frank Farians Karriere beginnt mit einem Betriebsunfall. Bekannt wird er erstmal als Schlagersänger und finanziert mit dem verdienten Geld dann seinen weltweiten Durchbruch als Produzent von Boney M. Weltweit sorgt er noch mit Milli Vanilli für Schlagzeilen, erst mit Nummer 1 Hits, dann mit einem Riesenskandal. Die beiden haben gar nicht selbst gesungen. Heute geht es aber nicht um Skandale, sondern die Erfolge und die kaum vorstellbare Produktivität von Farian. Das weiß am besten seine langjährige Mitarbeiterin. Er war ja noch sehr aktiv. Er wollte neue Alben machen mit No Mercy. War schon mittendrin, hat auch schon ein Video gedreht und wollte auch noch mal ein Musical machen. Aber der Saarländer, der sogar den bekanntesten Song von Led Zeppelin neu aufgelegt hat, ist heute in Berlin würdig verabschiedet worden.